Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, worum geht es? Es geht um die Pressefreiheit, also um das unzensierte Veröffentlichen von Informationen und Meinungen, darum, Fakten zu recherchieren, Licht ins Dunkel zu bringen und die Kontrolle der Regierung erst zu ermöglichen. Es geht um nichts weniger als um das Grundnahrungsmittel in der Demokratie. Aber auch die Kunst, auch die Satirefreiheit, sie machen uns reich. Sie müssen respektiert und geschützt werden als universelles Recht, also bei uns und bei unseren Partnern. Was ist die Realität bei unserem Partner Türkei? Entrechtung des Rechts, Freiheit im freien Fall, systematischer Abbau der Demokratie. Wer in der Türkei objektiv und kritisch berichtet und damit auch die dunklen Räume des AKP-Regimes erhält, der lebt in Angst und Gefahr. Wenn es um die Abschiebungen von Flüchtlingen nach Syrien geht, wenn es über die geheimen Waffenlieferungen der Regierung an Islamisten zu berichten gilt, wenn die Situation in den kurdischen Städten Thema ist, in denen ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung geführt wird. Aber wir vergessen sie nicht. Can Dündar und Erdem Gül von der Cumhuriyet, die wegen Beleidigung des Staatspräsidenten verurteilt worden sind und denen jetzt hohe Strafen drohen wegen angeblicher Spionage und Unterstützung einer terroristischen Organisation. Wir vergessen sie nicht. Jeffery Güven und Murat Çapan von der Nokta, angeklagt wegen angeblicher Putschpläne, ihr Verbrechen, ein Titelblatt zum Bürgerkrieg im Südosten der Türkei. Abdulhamid Bilici, ehemaliger Chefredakteur der auflagenstärksten Zeitung, der Saman. Ihm wird die Unterstützung von Terroristen vorgeworfen. Seine Redaktion wurde gestürmt und unter Zwangsverwaltung gestellt. Genauso wie die des Medienkonzerns Kosa İpek und Fernsehsender wie Birgün oder Kanal Türk. Inzwischen gilt aber diese systematische Kriminalisierung nicht mehr nur für Journalisten aus oder in der Türkei, sondern es sind mehr und mehr auch ausländische Korrespondenten von Repression in ihrer Arbeit betroffen. Ja, und ich will sie auch wieder benennen. Volker Schwenk, David Lipeska, Ebru Umar, Yorgos Mutafis und Hasnain Kasim. Sie, wie die 2000 Personen, die in der Türkei derzeit wegen angeblicher Beleidigung des Präsidenten angeklagt sind. Sie brauchen kein stillschweigendes Wegducken. Sie brauchen unsere laute Stimme der Kritik und vor allem brauchen sie unsere deutliche Unterstützung. Denn, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer soll uns denn in Zukunft darüber informieren, was los ist in dem Land, dem wir nun das Schicksal von Millionen von geflüchteten Menschen anvertrauen? Oder reicht uns etwa eine von der türkischen Regierung inszenierte Potjomkinsche Politshow im aufpolierten Flüchtlingslager aus? Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der Kritik an Erdogan, und das ist uns sehr wichtig, bei der Kritik an Erdogan oder der Kritik an der türkischen Regierung geht es aber nicht um ein antitürkisches Ressentiment. Kritik heißt nicht, schlagt alle Türen zu, denn Erdogan ist nicht die Türkei. Es geht stattdessen darum, diejenigen Kräfte zu unterstützen, die eine demokratische Türkei wollen, die eine europäische Türkei wollen, die keine islamische Türkei wollen und eine Verfassungsänderung wollen. Doch genau bei den demokratischen europäischen Kräften ist nun der Eindruck entstanden, Deutschland und Europa hätten sie vergessen und ließen sie allein. Und das ist wirklich verheerend. Und deshalb lassen wir sie nicht im Stich, verkaufen wir sie nicht für einen gefährlichen Deal mit Erdogan, der uns und der Türkei teuer zu stehen kommt, von den Flüchtlingen ganz zu schweigen. Denn mit diesem Deal wird doch nicht Stabilität und Frieden unterstützt, sondern ein Destabilisator in einer gefährlich instabilen Region. Ein Autokrat, der polarisiert, der spaltet, der kriminalisiert, der beleidigt, der neue Fluchtursachen schafft und der so längst auch der wirtschaftlichen Entwicklung in der Türkei massiv schadet. Und all das kann doch überhaupt nicht in unserem Interesse sein. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir uns nicht zuletzt in Erinnerung
an den ermordeten Journalisten Hrant Dink wenigstens einigen konnten, zum Genozid an den Armeniern ein gemeinsames, ein klares Zeichen zu setzen. Vielen Dank. Der Kollege Martin von Marschall hat für die CDU-CSU-Fraktion das Wort.